glaube, dann wollen wir doch mal folgen. Auf zur Plattform. Mal gucken, was uns da erwartet. Na, da ist er auch schon geholt. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hier leben Menschen, Cletus. Ich habe sie selbst gesehen. Ich hab's dir doch erklärt. Ulysses hat recht. Wir können nicht. Störe ich? Rufus! Na endlich! Ich war schon drauf und dran, diesen uneinsichtigen Idioten vom Turm zu werfen. Frag mich bitte nicht, was ich jemals an dem gefunden habe. Was soll das, Rufus? Ich dachte, wir hatten eine Abmachung. Falsch gedacht, Cletus. Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Das ist ein Witz, oder? Bitte, Goal, sag mir, dass das ein Witz ist. Es ist kein Witz. Rufus wird mich nach Elysium begleiten. Er wird mir helfen, die Wahrheit über Deponia ans Licht zu bringen. Und du glaubst wirklich, die lassen so jemanden in die weiße Stadt? Warum nicht? Jeder wird ihn für dich halten. Den? Dass ich nicht lache. Ich muss mich gerade mal entschuldigen, falls ihr das überhaupt mitbekommen habt. Mein Hund ist so im Hintergrund am Rummeckern, weil irgendwer durchs Treppenhaus läuft und ihr das nicht so ganz passt. Aber hör mal zu, Cletus. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Läuse auf mich? Dass ich nicht lache. Das wäre doch mal eine Idee. Muss ich erst sauer werden? Willst du mir etwa drohen? Hör mal, Kleiner. Ich habe den dritten Askaten im Shai-Hulu. So wie ich. Ach ja? Was ist dein Duju? Fünf. Fünf? Ich meine gelb. Feuer? Steinbock. Ocelot. Verdammt. Dass ich nicht lache. Ach was, das hast du dir doch gerade ausgedacht. Dass ich nicht lache. Hey! Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mich nicht nachäffen. Außerdem klingt das überhaupt nicht nach mir. Ich finde, er macht das ganz gut. Bah, und wenn schon. Dieser Ein-Mann-Floh-Zirkus wird niemals als ich durchgehen. Schau doch nur, wie er rumläuft. Widerlich. Ja. Ich glaube, wir haben sonst keine andere Möglichkeit, oder? Hm. Macht das unter euch aus. Aber... Rufus! Und mit so einem Schlappschwanz willst du allen Ernstes nach Elysium durchbrennen? Mahlzeit! Dass ich nicht lache! Dass ich nicht lache! Du kannst Rufus nicht das Wasser reichen! Dem Geruch nach zu urteilen kann das niemand. Sagst du noch irgendwas Schönes? Rufus hat einfach mehr Klasse als du! Sprichst du von der Seuchengefährdungsklasse? Rufus hat allemal mehr Format als du! Seine Was Füße haben wir vielleicht. Denn da? Ein zweites Kostüm. Wollen wir doch mal sehen, wer hier der bessere Cletus ist. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Sprichst du von der Seuchengefährdungsklasse? Fast so gut wie mein selbstgemachtes Kostüm. Das Inventar in dem Aufzug ist ja mickrig. Da passt noch nicht mal ein Eimer mit Wischmopp rein. Geschweige denn ein Papagei und zwei Katzen. Nein! Ich leg meinen Kram mal hier hin. Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Ja, und bestimmt könnten drei Pferde davon satt werden. Rufus ist dir um einiges aber voraus. Aber, in Sachen Körpergeruch bestimmt. Streicheln. So, es reicht. Rufus hat einfach mehr Klasse als du. Dieses Weichei soll mich also ersetzen. Dass ich nicht lache. Gib auf, Cletus. Sonst was? Scheuchst du deine Leute, dass ich... Das kennen... Und mit dass ich nicht... was können wir denn sonst noch Rufus machen? Rufus kämpft wenigstens für das, woran er glaubt. Du meinst, er kämpft für den Osterhasen. Kann man da was machen? Hey? Ich war noch nie so nah dran. Vorhin auch schon. Rufus hat allemal mehr im Kopf als du. Ja, und bestimmt könnten drei Pferde davon satt werden. Ich gehe nicht ohne Goal. Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Du meinst, nachdem er ihr eine Keule Der Kerl über den ist so gut wie erledigt. Hat. Goal hat einfach die besseren Argumente. Rufus weiß wenigstens, wie man eine Frau behandelt. Du meinst, nachdem er ihr eine Keule über den Schädel gezogen hat? Kann man da irgendwas machen mit dem Flachenbass? Puh. So, es reicht. Muss ich da irgendwas noch... die lass ich nicht. Im Dialog irgendwas machen? Dass ich nicht lache. Hey, ich hab dir außerdem. Ich finde. Bah, dieser. Da kann er und sie mit. Es gibt. Oh, was? Oh, Himmel. Sorry. Ich dachte, jetzt kommt nochmal. Arsch. Mein Muttermal, du Dämlack. Ich dachte, jetzt kommt nochmal genau das Gleiche. Sonst hätte ich das noch nicht vorgespult. Ich habe eine böse Idee, aber ich will nicht diesen pinken String anfassen. Was tust du? Lass das! Autsch! Oh. Nein! Nee!
gemacht. Ja. Schön. Wunderschön. Yeah. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Auf nach Elysium. So einfach kann das doch nicht sein. Nicht so schnell, Freundchen. Cletus sagt... Was? Vergiss es. Schnee von gestern. Lass uns los. Nach Elysium. Warte mal. Das ist es, oder? Dir geht es gar nicht darum, Deponia zu retten. Du willst einfach nur nach Elysium. Um jeden Preis. Ich? Nein. Also mir hat er was anderes erzählt. Deponia stinkt, hier leben nur Idioten, meinetwegen kann der ganze Laden in die Luft fliegen. Bla 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 bla. Halt du dich da raus. Goal, glaub ihm kein Wort. Er will nur einen Keil zwischen uns treiben. Aber woher weiß ich, dass ich dir trauen kann? Dieser Ratte trauen, dass ich nicht lache. Goal, er hasst Deponia. Er ist ein Egoist, ein Dieb und ein Betrüger. Schau doch mal bei seinen Sachen nach. Ich bin mir sicher, du findest dort eine Backup-Datasette. Nur für den Fall, dass du ihm auf die Schliche kommst. Das würde er nicht tun. Na los, schau nach. Goal, nicht. Oh nein. Goal, ich kann das erklären. Das kannst du nicht. Weißt du was, Rufus? Ich dachte wirklich, du seist etwas Besonderes. Aber ich bin was Besonderes. Ich weiß, dass du das glaubst, aber du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Du ähnelst Cletus nicht nur äußerlich. Komm her, ich möchte mir dein Gesicht einprägen, bevor ich alleine nach Elysium zurückgehe, damit ich weiß, worauf ich kein drittes Mal reinfallen werde. Was? Ich will nicht. Och, Mann. Ach, komm. Oh, Goal, es tut mir leid. Hm? Bravo! Ach, auch das noch. Argos, endlich! Holen Sie mich hier runter! Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Unsicherheitsfaktor für unser Unternehmen, Cletus. Aber Rufus hier... Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Sie werden doch nicht etwa dieser verlogenen Ratte da mehr trauen als mir. Warum nicht? Zugegeben, er ist eine verlogene Ratte. Hey. Aber gerade das macht ihn ja so perfekt für den Job. Er wird als Held nach Elysium reisen. Und er bekommt die Frau. All das, was er sich erträumt hat, wird in Erfüllung gehen. Glauben Sie wirklich, dass er das aufs Spiel setzen wird, um seine verhasste Heimat zu retten? Dafür hat er einfach nicht das Format. Denn sobald Goal seine Fassade durchschaut, macht er all das zunichte, wofür er jemals gekämpft hat. Das wird er nie im Leben riskieren. Gratulation, Rufus. Du hast es geschafft. Leg einfach die Backup-Datasette ein und du kannst gehen. Elysium erwartet dich. Ach, was denn jetzt los? Soll ich nicht auch mal rudern? Nein, nein, das geht schon. Ich weiß doch, dass du deinen Rücken schonen musst. Und wenn wir zurück auf Elysium sind, gibt es erstmal eine Massage, okay? Ja, mal sehen. Ach, jetzt schau doch nicht so betrübt. Ist doch gut, dass unsere Inspektion ergebnislos war. Auch wenn ich mich nicht an alles erinnern kann. Oder ist noch was anderes? Na komm schon, ein bisschen mehr Enthusiasmus. Auf nach Elysium und so, ja? Nein? Was ist denn? Hast du etwas auf dem Herzen? Freust du dich denn gar nicht, nach Elysium zurückzukommen? Doch schon, aber... Na dann, auf nach Elysium, oder wie? Du, Goal? Ja? Ich habe Angst, was zu verpassen, Edgar. Es ist so. Ich bin ganz Ohr. Also... Was stammelst du denn so rum? Raus mit der Sprache! Folgendes. Also langsam machst du mir Angst. Was hast du denn bloß? Na gut. Ich sag's dir jetzt einfach. Aber du musst versprechen, nicht sauer zu werden. Aber Cletus, warum sollte ich denn sauer werden? Jetzt beruhige dich doch. Ja, mein toter Papagei.
Mich beruhigen? Irgendein Hochstapler löscht mir das Gedächtnis, gibt sich als mein Verlobter aus und stiftet mich beinahe zu einem Genozid an und ich soll mich beruhigen? Immerhin habe ich's dir noch erzählt, oder? Ich bin der Gute. Du bist gleich der Tote, wenn du mir nicht sofort meine alten Erinnerungen wieder beschaffst. Aber das ist doch der reinste Selbstmord. Glaub mir, Freundchen, es nicht zu tun wäre Selbstmord. Okay, okay. Jetzt nimm mir endlich dieses lückenhafte Pseudobewusstsein aus dem Kopf und komm ja nicht auf die Idee, sie wieder einzulegen. Bin ja schon dabei. Undankbare Suse. Gott sei Dank ist die Goal auf der anderen Datasette besser auf mich zu sprechen. Du könntest sie wenigstens auffangen. Du. Das ist doch total unsensibel. Mann. Wo sind unsere Sachen? Du hast sie aufgehoben. Also ich bestehe auf meinem toten Papagei. Da bestehe ich aber drauf. Und meine Kätzchen. Meine Ersatzpostkatze. Wo sind meine Ersatzpostkatzen? Mann. Was? Wo? Ich? Rufus, du verdammter... Ach nee, da war ja was. Was? Was? Tasche? Die zweite Datasette bleibt vorerst besser mein Geheimnis. Hä? Spitz kann er behalten. Was? Spitzenmärchen? Was sind... Warum kann ich nicht mehr im Spiel klicken? Irgendwie mag mich das Spiel nicht. Ich weiß auch nicht. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann habe ich herausgefunden, was los ist.